Und dann jetzt bitte für die erste Startende außerhalb des Wettbewerbs der größtmögliche Applaus, absolute Euphorie. Das ist ein Beitrag quasi, danach wollt ihr euer Leben ändern. Ja, ihr seid schon in der Chefetage der Sparkasse Lüneburg oder der Volksbank oder was auch immer, aber ihr sagt, morgen werfe ich alles hin und werde Ökotrophologe, ja? Weil das mich so vom Hocker gerissen hat. Also ihr seid so richtig so, wuhu, da kann alles rauskommen, was in den letzten eineinhalb Jahren in euch aufgeschaut hat. Das ist ein 10-Punkte-Applaus und den hören wir jetzt für unsere erste Starterin, für Miriam Wieser. Danke schön. Das dürft ihr gleich am Ende nochmal so machen. Dann freue ich mich. Ich starte übrigens außerhalb der Wertung und das zählt noch nicht in die Zeit rein, weil ich das schon mal gemacht habe und es wäre ja nicht so nett von mir, das jetzt nochmal zu machen und in die Wertung einzufließen, weil dann würde ich ja auf jeden Fall gewinnen, weil ich kann das ja schon. Und das möchte ich den anderen nicht antun, also bin ich außerhalb der Wertung dabei, aber außerdem ein bisschen spontan. Ich sehe vielleicht nicht aus wie eine Wissenschaftlerin, aber ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben und das ist schon mal was. Ich habe mich auch gerade eben ertappt gefühlt bei dem jahrelangen Rumforschen. Ja, ich gebe zu, es hat mehr als ein Jahr gedauert. Aber dafür habe ich auch das beste Thema überhaupt. Es ist das spannendste Thema überhaupt, eines der wichtigsten Themen überhaupt. Es hat mit euch allen was zu tun, täglich. Ihr merkt es vielleicht nicht, aber es ist da. Und jetzt möchte ich bitte auch noch mal einen 10-Punkte-Applaus für mein Thema, die gemeinsame Agrarpolitik. Cool. Wenn ihr jetzt schon so begeistert vom Thema seid, kann ich auch eigentlich von der Bühne gehen. Aber ich möchte euch ja noch von meiner Bachelorarbeit erzählen. Und zwar hat die einen Titel. Der Titel ist vielleicht fast lesbar. Die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 kann die Reform bäuerlich-ökologische Landwirtschaft stärken. Ich gehe das jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Und zwar starte ich mit der gemeinsamen Agrarpolitik. Oh, das ist nicht durchgestrichen, das ist rot hinterlegt. Gemeinsame Agrarpolitik ist ein Politikzweig der Europäischen Union. Und jetzt noch mal ein bisschen Geschichte. 12. Stunde wurde eingeführt nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wow, ich bin keine gute Geschichtslehrerin, also wurde auf jeden Fall in Europa eingeführt, damit es keinen Hunger mehr gibt, damit genug Nahrung produziert werden kann. Jetzt sind ein paar Jahrzehnte vergangen, nach dem Hunger kam die Überproduktion und wie sich die Geschichte gewandelt hat, hat sich eben auch die Agrarpolitik gewandelt und wie das diesmal funktioniert oder wie es jetzt gerade funktioniert, möchte ich euch eben erzählen. Letztes Mal habe ich probiert, das in unter einer Minute zu machen, beim Üben hat es nie geklappt, auf der Bühne schon. Ich habe 56 Sekunden gebraucht, ich versuche das jetzt zu unterbieten und hast du da so einen Timer laufen oder wie läuft das? Okay, ich sehe, meine sehr kompetente Zeitwächterin kann bestimmt auch das bewachen. Dann muss gleich Leo, der jetzt hier für mich die Technik klickt, sehr schnell sein, weil das wird alles sehr schnell gehen, unter einer Minute. Und los geht's. Die gemeinsame Agrarpolitik ist der größte Haushaltsposten in der EU mit 49 Milliarden Euro pro Jahr im Jahr 2018. Das Geld wird auf zwei verschiedene Arten und Weisen ausgegeben, in den sogenannten Säulen. Das erste sind die Direktzahlungen. Das ist sozusagen das Verteilen von Geld mit der Gießkanne. Das heißt, jedem Landwirt wird pro Hektar Geld ausgezahlt. Und es ist aber so, dass die Gießkannen unterschiedlich groß sind, je nachdem, in welchem Land wir uns befinden, wie das Land bewirtschaftet wird und so weiter. Das heißt aber, so oder so ist es eine pauschale Per-Hektar-Zahlung. Die zweite Säule, da fließt deutlich weniger Geld rein. Das sind aber dafür gezielte Maßnahmen, die spezifisch finanziert werden, und zwar zu den Themen Umwelt- und Klimamaßnahmen, wie zum Beispiel Ökolandbau, Bürgerbeteiligung im ländlichen Raum, ländliche Entwicklung oder Investitionen in Ställe oder Tourismus. Fertig. Und? 57 Sekunden und ich finde, ich konnte ja nicht selber klicken. Leo ist sehr kompetent, aber ich wäre 2 Sekunden kompetenter gewesen. Also, ich habe es geschafft, es zu unterbieten. Ha! Danke trotzdem.
dann machen wir mal weiter. Genau, was soll das denn, die gemeinsame Agrarpolitik? Warum wird die so stark subventioniert? Es ist eben so, dass die Landwirtschaft und die Landbewirtschaftung Aufgaben des Gemeinwohls sind, damit Leistungen für die Gesellschaft erbracht werden. Aber damit das Essen nicht super teuer ist, werden die eben von der Politik querfinanziert, weil diese Leistungen erhalten werden sollen. Das ist wünschenswert. Das ist auch wie bei anderen Dingen öffentlichen Interesses, die sozusagen sonst vielleicht für manche Leute ein bisschen zu teuer wären oder wo die Leute nicht wollen, dass sie teuer sind. Man könnte zum Beispiel als Beispiel ein Pflegeheim nehmen. Das ist ein Pflegeheim. Das ist ja auch was, was im öffentlichen Interesse liegt, dass Menschen, die sich nicht mehr selber versorgen können, versorgt und gepflegt werden. Und die gemeinsame Agrarpolitik funktioniert gerade so, als würde man einem Pflegeheim dafür Geld geben, weil sich die Leute das nicht leisten können, da einfach so zu wohnen, nach der Frage, wie viele Quadratmeter Bodenfläche dieses Pflegeheim hat. Und wenn der Boden gut geputzt ist, dann gibt es vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geld drauf. Das ist eigentlich nicht so richtig schlüssig. Aber wenn wir jetzt noch mal auf meinen Titel gucken, dann wird hier jetzt gleich das Wort Reform wieder unterstrichen. Reform, es verändert sich was. Nun wird alles besser. Hooray. Was passiert denn eigentlich bei der Reform? Das wollen wir uns mal angucken. Mit einem weiteren Klick sehen wir, das Zwei-Säulen-Modell bleibt erhalten. Und mit dem nächsten Klick sehen wir, dass weniger Geld zur Verfügung steht in der Zukunft. Und es ist auch so, dass sich die Verteilung des Geldes verschiebt. Das heißt, es gibt noch mehr Geld für die Gießkannen-Direktzahlungen und weniger Geld für die gezielten Maßnahmen, wo auch die ökologischen Förderungen drin sind. Außerdem ist es so, dass die Nationalstaaten einen Strategieplan entwickeln sollen, wo beide Säulen sozusagen vereint sind und die Maßnahmen sich gut ergänzen. Dann gibt es noch die neue grüne Architektur, für alle, die es nicht sehen können. Das ist ein Zentralgebäude in grünem Hintergrund. Alle, die später dran sind, haben mehr Glück mit ihren tollen Illustrationen. Es ist so, dass ein Viertel der Direktzahlungen für ökologische Leistungen und 35% der zweiten Säule ebenso für ökologische Leistungen ausgegeben werden müssen. Genau, das nennt sich dann neue grüne Architektur. Nach 2020 stand da drin, das ist ja jetzt. Es ist aber nicht so, als wäre diese Reform schon verabschiedet worden. Wo kommen wir denn dahin? Es ist so, dass der Weg dahin weit ist. Es war eine sehr lange Debatte, wurde auch noch durch Corona verzögert, aber der Prozess war schon davor, sozusagen außerhalb von dem Zeitplan. Jetzt gerade vor ein paar Tagen wurde sich auf europäischer Ebene auf die letzten Details geeinigt und in 2 Jahren, 2023, kann die Agrarpolitik dann in Kraft treten. Wuhu! Ja, dann kommen wir jetzt aber mal zu der Frage, was ich denn eigentlich in meiner Bachelorarbeit gemacht habe. Und zwar gehe ich da jetzt einfach mal ganz schnell durch. Ich habe, ja genau, kennen wir schon den Titel, können wir eh nicht lesen, bäuerlich-ökologische Landwirtschaft untersucht. Das ist ungefähr das, was man sich darunter vorstellt. Kleinstrukturierte, menschen-, tier- und umweltfreundliche, vielfältige Landwirtschaft. Und geguckt, was sind da sozusagen die Ziele und Kernideen von. Die sind strukturiert nach ökologischer, ökonomischer und sozialer Dimension. Hallo Leuphana, hallo Nachhaltigkeit. Und dann habe ich die gegenübergestellt den Prinzipien der Agrarpolitik, wie sie ab der neuen Förderperiode gelten sollen. Und wir können sehen, im Großen und Ganzen könnten die Ziele übereinstimmen. Das heißt aber nicht, dass alles gut ist. Ich habe dann nämlich noch versucht, die Priorisierung der verschiedenen Ziele gegenüberzustellen. Da habe ich leider ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, Zahlen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Dafür gibt es übrigens Punktabzug in Bachelorarbeiten, also Achtung. Aber ich habe trotzdem natürlich munter weitergeforscht, habe außerdem Paper gelesen, Stellungnahmen zur Agrarpolitik, wie sie in dem Moment eben halt im Prozess war und habe mir ein Strategiepapier angeguckt, also die Regeln für die Strategiepapiere angeguckt und auf die Ziele der bäuerlich-ökologischen Landwirtschaft untersucht. Dabei ist herausgekommen, im Großen und Ganzen fehlen total viele Aspekte bäuerlich-ökologischer Landwirtschaft in der Agrarpolitik oder werden schlecht umgesetzt. Für Details kontaktiert mich einfach später.
Es gibt auch ein paar positive Aspekte, und zwar ist es, dass regionale Umstände berücksichtigt werden sollen und Bildung, Forschung und Trainings eine wichtige Rolle spielen, sowohl in der Agrarpolitik als auch für bäuerlich-ökologische Landwirtschaft. Gut. Ist da eine leere Folie? Ah, genau. Thema Umwelt wird sehr oft erwähnt in diesem Strategiepapier, in diesen Regeln für das Strategiepapier. Aber im Großen und Ganzen wird es auch schlecht umgesetzt. Also es ist mehr so Thema Greenwashing. Da kannst du jetzt viermal klicken. Also insgesamt ist das Fazit ist jetzt eher nicht so toll. Aber warum? Also man kann sich ja fragen, geht das nicht besser? Da werden so viele Milliarden ausgegeben, da sitzen so viele Menschen irgendwie an diesen Politiken und versuchen das irgendwie aufzudröseln und besser zu machen. Geht das nicht auch besser? Das ist ein verknäueltes Wollknäuel. Das soll darstellen, es ist kompliziert. Das liegt einfach daran, dass viele verschiedene Interessen und Machtverhältnisse im Spiel sind, komplizierte Prozesse und man diese ganzen verschiedenen Bedürfnisse und ja auch finanziellen Interessen, die dahinter stehen, unter einen Hut bringen möchte. Und das führt oft zu Problemen oder zu wenig Reform. Und außerdem ist es so, wenn du jetzt noch einen weiter klingelst, dann sieht vielleicht die erste Reihe, ich habe da ein Zitat aus den Zielen der Agrarpolitik umkringelt. Da steht, die Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und der bestmögliche Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskräfte, soll gesteigert werden. Also ein bisschen überspitzt gesagt, die Agrarpolitik will, dass es weniger Bauern und Bäuerinnen gibt. Das ist so angelegt in den Zielen. Ich bin mir nicht sicher, ob das den Bäuerinnen und Bauern immer präsent ist, aber so steht das da drin. Ja, das könnte auch mit ein Grund dafür sein, dass die Politik nicht immer so toll ist, wenn einfach schon die Ziele nicht so toll sind. Jetzt die Frage, geht das nicht besser? Oder optimistisch gefragt, wie geht's besser? Auch wieder kompliziert, wieder das Wollknäuel. Aber es gibt Ansätze, es gibt von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und auch vom Landschaftspflegeverband Vorschläge für Punktesysteme, dass das Geld eben nicht mehr einfach nach Hektar vergeben wird, sondern nach Leistungen fürs Gemeinwohl, also zum Beispiel für die Umwelt und für die Umweltressourcen. Und es gibt auch, jetzt gerade ganz kürzlich ist der Prozess abgeschlossen gewesen, so Ansätze wie die Zukunftskommission Landwirtschaft. Da sind Vertreterinnen und Vertreter aus der Landwirtschaft, von Landwirtschaftsverbänden und von Umweltverbänden und Ministerien zusammengekommen und haben so ein bisschen Tauziehen und Kompromisse finden gemacht. Wie könnte eine zukunftsfähige Landwirtschaft aussehen, die auch die Umwelt und Umweltressourcen schont? Und es ist kein Witz, dass ich dieses ein bisschen steif aussehende Bild tatsächlich ernst und positiv meine. Das ist ein guter Ansatz. Und hier in Niedersachsen haben wir das Ganze auch nochmal in Form des Niedersächsischen Weges, wo sich eben Verbände zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir wollen nicht gegeneinander arbeiten, sondern wir wollen zusammenarbeiten, auch wenn wir vielleicht mal unterschiedliche Positionen haben. Aber im Endeffekt können wir irgendwie diese Differenzen überwinden und uns zusammen für eine umweltgerechte, zukunftsfähige Landwirtschaft einsetzen, die auch für Bäuerinnen und Bauern umsetzbar ist. Und ich denke, das ist irgendwie das größte Fazit, was man gerade ziehen kann. Es gibt Hoffnung in diese Richtung, auch wenn die neue Förderperiode der Agrarpolitik nicht die tollste ist. Aber wir sehen, es kann immer noch auf lokaler und nationaler Ebene ganz viel gestaltet werden. Und damit kommen wir sozusagen nochmal auf den Titel dieser ganzen Politik zurück, gemeinsame europäische Agrarpolitik. Und was ich da wirklich nochmal unterstreichen möchte, ist das gemeinsam, weil ich denke, das ist der Schlüssel, damit es irgendwie besser wird. Dankeschön. Liebes Publikum, das war unser Eichhörnchen Miriam Winzer mit einem ersten Beitrag am heutigen Abend. Danke, Miriam. Der Niedersächsische Weg ist das also, wenn jetzt hier, falls hier Bäuerinnen und Bauern anwesend sind oder Leute, die sich dafür interessieren, ist das wirklich was, wo man sich einklinken kann oder ist das wirklich nur was für Leute, die aus der Industrie sind und damit zu tun haben? Also da haben halt Verbände miteinander gesprochen
eine Vertreterin von Umweltverbänden, von Landwirtschaftsverbänden. Also ich sag mal, ich weiß nicht, wie sehr man sich da in diesen Verbänden aktiv einbringen kann, aber ich würde sagen, macht's einfach. Und man kann auf jeden Fall irgendwie mit hingehen, sich das angucken und irgendwie Stellung dazu nehmen. Und das könnte auch ein Modellprojekt sein für andere Bundesländer. Das wäre toll. Ja, okay, cool. Eine, es ist eine sehr spezielle Frage, aber ich habe gesehen, auch Gleichstellung von Männern und Frauen in der Landwirtschaft ist noch ein Thema. Wie viele Bäuerinnen, wie viel Prozent der aktiven Landwirte sind denn Frauen? Ich weiß nicht, wie viele, also wie hoch der Anteil an Frauen ist, jetzt auswendig, aber weniger als 10% der Höfe werden von Frauen geleitet. Okay. Also genau, ich glaube, es arbeiten noch ein paar mehr, aber gerade so dieses, ich habe die Leitungsfunktion, in dem mir gehört der Hof oder ich kümmere mich, ich bin verantwortlich, das ist total unterrepräsentiert. Vielleicht wäre das schon ein Weg, ne? Vielleicht wird es dann automatisch besser. Naja, mal schauen. Meine Damen und Herren, Miriam Winzer, noch immer einen großen Applaus für unser Eichhörnchen. Applaus